Sie kennen das Problem. Sie sammeln mühevoll Essen, legen es in einer Kiste ab und wenn Sie es brauchen, ist es vergammelt. Aber was machen Sie nur mit dem gammeligen Zeug? Für dieses Problem haben wir eine Lösung. Das FetLP Tipps und Tricks Team empfiehlt Ihnen das Gartenbeet. Mit dem Gartenbeet können Sie Ihre eigenen Pflanzen und Pilze großziehen und Sie sind nicht mehr auf die Natur in diesem lebensfeindlichen Garten angewiesen. Und mit dem Gartenbeet können Sie wichtige Pflanzenfasern, Sprösslinge und Kleeblätter wachsen lassen. Aber auch leckere Pilze zum Essen und Bauen sind für Sie nun kein Hindernis mehr. Bestellen Sie jetzt Gartenbeet und bekommen Sie noch weitere Tipps und Tricks-Videos kostenlos von uns geschenkt. Sie brauchen dem Video nur einen Daumen rauf zu geben und diesen Kanal zu abonnieren und schon sind Sie glücklicher Besitzer von einem Gartenbeet und sehr vielen kostenlosen Videos rund um Grounded. Wer jetzt nicht abonniert, ist selber schuld. Nach dieser kurzen Werbung begrüße ich dich zu einem Video rund um das Gartenbeet. Für die Herstellung des Gartenbeetes brauchst du 8 grobe Seil, 6-mal Unkrautstängel, eine Eichelkappe und 1-mal verdorbenes Fleisch. Wie bekomme ich denn verdorbenes Fleisch? Naja, du tötest eine Laus, einen Rüsselkäfer, eine Fliege, eine Kaulquappe oder eine Made und schon hast du frisches Fleisch. Dieses lagerst du jetzt einfach in einer Kiste ein und lässt es eine Zeit lang liegen. Die Uhr zeigt dir an, wie frisch das Fleisch ist. Und wenn das Fleisch zu lange gelagert hat, dann verdirbt es. Schauen wir uns das Gartenbeet mal einmal genauer an. Wir platzieren es einmal und haben jetzt die Möglichkeit, mit der Taste E das Ganze zu benutzen. Daraufhin ergibt sich dann, dass wir einmal Zugriff auf unser gesamtes Inventar bekommen und wir haben hier 2 Bereiche, nämlich einmal das Thema Wachstumszelle und einmal optional Dünger zur Beeinflussung des Wachstums. Optional sagt schon, hier müssen wir nicht zwanghaft tätig werden. Was ist Wachstumszelle? Wir haben verschiedene Dinge, die wir wachsen lassen können, unter anderem die Pflanzenfaser, der Sprössling, das Kleeblatt, die Pilze, die Pilzbrocken, die gibt es von den braunen Pilzen oder von den schwarzen Pilzen. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Foto davon. Dann gibt es noch die Fliegenpilzbrocken und im oberen Garten gibt es diese Grassamen, die sonst keine Funktion haben. Hingegen trockenes Gras kann nicht verbaut werden. Und jetzt nimmst du dir das, was du hier gerne wachsen lassen möchtest und legst das da oben rein. Entweder drüber ziehen oder durch einen Doppelklick. Und nun werden dir 2 Dinge angezeigt, die du beeinflussen kannst. Nämlich einmal die Wachstumszeit und einmal der grüne Daumen. Schauen wir uns als erstes die Wachstumszeit an. Wachstumszeit eines einfachen Pflanzenfaser ist 15 Stunden. Die Wachstumszeit kannst du beeinflussen, indem du verdorbenes Fleisch benutzt. Denn jedes Mal, wenn du jetzt ein verdorbenes Fleisch optional als Dünger hinzufügst, auch hier wieder gerne mit Doppelklick, verringert sich die Wachstumszeit. Das mag bei den Grasfasern nicht ganz so interessant sein, aber wenn du zum Beispiel einen Fliegenpilzbrocken nutzt, der braucht immerhin 72 Ingame-Stunden und kann hier durch den Dünger deutlich reduziert werden. Also in der Regel, wenn du 5-mal Dünger benutzt, dann halbiert sich in etwa die Wachstumszeit. Zur Information, Pflanzenfasern brauchen 15 Stunden, Sprösslinge brauchen 20 Stunden, Kleeblätter brauchen nur 15 Stunden, Pilze brauchen 48 Stunden, die braunen Pilze 72 Stunden, der Fliegenpilz 72 Stunden und der Grassamen 48 Stunden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Chance, grünen Daumen zu bekommen, zu erhöhen. Bei Gras ist er bei 40% und kann durch die sogenannten verrotteten Essen deutlich erhöht werden. Bei zum Beispiel Fliegenpilzen ist die grüne Daumenchance 0% und kann immerhin auf 50% gesteigert werden. Wichtig ist, wo bekommt ihr jetzt verrottetes Essen her? Rund um den Mülleimer findet ihr hervorragend viel von diesem vor sich hin giftenden Essen. Ihr solltet auf jeden Fall, weil es nämlich hochgradig giftig hier in der Nähe ist, eine Gasmaske tragen. Meine Willow braucht das in dem Fall nicht, weil die hat an einem Gasdesensibilisierungskurs teilgenommen. Und dann bekommt ihr nämlich das sogenannte verrottete Essen. So, einmal einsammeln und dann zeige ich euch mal eben, wie das aussieht. Das sind diese Dinger hier. Ja? Die nutzen wir jetzt gleich auch. Die zweite Frage ist, was bringt denn eigentlich dieser grüne Daumen? Dafür habe ich hier mal 2 Beete vorbereitet. Das eine Beet ist nur mit Pflanzenfasern, ganz normal, ohne Dünger benutzt worden. Und dieses Beet ist komplett mit verrottetem Essen vollgemacht worden und hatte so eine Chance 90% grüner Daumen.
Und ihr erkennt, während hier einzelne Pflanzenfasern plus ein Stängel drin ist, haben wir hier vier Stängel. Bedeutet, hier bekommen wir ein paar Pflanzenfasern raus und hier bekommen wir deutlich mehr Pflanzenfasern raus. Wenn wir nämlich ernten, ist ein bisschen kompliziert, so schön mit Axt. So, jetzt müssen wir es mal aufnehmen. Immer genau achten, ne, weil es viel durch die Gegend springt. So. Seht ihr mal, wie viel Pflanzenfasern ihr rausbekommt, wenn ihr den entsprechenden Dünger verwendet. Ne, ist ganz schön viel geworden. Während hier eben 3 plus dieser eine Stängel möglich ist. Hier liegen auch noch welche, alles klar. So, also, ist klar, denke ich, dass verrottetes Essen einiges an Vorteilen bringt. Auch bei den Pilzen sehen wir einen Unterschied. Hier sind einfach nur Pilze gepflanzt worden und hier sind die Pilze mit verrottetem Essen gepflanzt worden. Auch hier eine deutliche Steigerung, wenn die erstmal fertig sind, an Effizienz. In dieses Beet habe ich einen Grassamen aus dem oberen Garten gepflanzt. Und wenn man hier jetzt mit der Axt dran geht, dann bekommt man eben sowas. Ja, das ist jetzt neu eingeführt worden, das ist nicht besonders viel. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste nicht, warum ich es tun soll, weil Grasplatten kriege ich natürlich schon relativ schnell und einfach in der Natur. Aber wenn ich eben einen solchen Grassamen einpflanze, dann bekomme ich Grasplatten. Bei den Pilzen sieht man es, glaube ich, am deutlichsten. Bei diesem Beet wurde überhaupt kein Dünger verwendet. Und hier wurde verrottetes Essen benutzt. Wo aber genau sind die Unterschiede bei den großen braunen Pilzen? Dieser Pilz wurde wieder ohne Dünger gepflanzt und dieser hier mit 5-mal verrottetem Essen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht in der Menge beim Fällen irgendwelche Unterschiede finden. Machen wir einmal den kaputt. Baum fällt. Timber. Alles klar. Haben 1, 2, 3, 4... Pilzbrocken gekriegt. Jetzt fällen wir den auch mal. Fall aber bitte in die richtige Richtung. 1, 2, 3, 4. Jo. Also klarer Hinweis, womöglich bei den großen Pilzen auf das verrottete Essen verzichten. Ich denke, damit haben wir alles zu den Beeten gesagt. Da ich die Beete bislang nicht wirklich im Spiel genutzt habe, fehlt mir auch so ein bisschen die Langzeiterfahrung. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass die Pflanzen irgendwie verwelken und einfach weg sind, aber dieses konnte ich in diesem Versuchsgarten bislang nicht feststellen. Wenn du noch Fragen zum Gartenbeet oder anderen Teilen von Grounded hast, dann schreibe sie einfach in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß beim Erkunden von Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.